Wo bin ich? Wo bin ich? Oh, da bin ich ja! Ha! Wusste ich's doch! Ich hab mich nicht verloren! Vielleicht mein Hirn. Wo hab ich denn das gelassen? Ich weiß es nicht! Leute, erstmal hallo und willkommen zu einer neuen Folge Minecraft! Und damit willkommen hier zu Minecraft Dracula! Wo sind wir jetzt mal ganz im Ernst, Freunde? Wo sind wir hier? Es sieht verdächtig aus nach einem Sarg. Oh mein Gott, wurden wir begraben? Sind wir etwa ein Vampir? Oder noch nicht, weil ich bin noch gar nicht so blass. So blass bin ich eigentlich immer. Ich weiß es nicht. Was ist das hier? Eine Tür! Kommen wir hier raus? Oh nein. Nein! Wir sind eingesperrt! Was zum... Wie kommen wir denn jetzt hier durch? Mein Gott, der Sarg da ist geschlossen. Sind hier vielleicht irgendwelche Leute in der Gruft? Ich muss irgendwie dieses Schloss aufkriegen. Warte, was ist das da? Seht ihr das? Da ist... Ein Schlüssel! Geht das? Komm schon! Und? Yes! Nice! Es hat uns... Okay, ganz ruhig. Ganz ruhig. Keine Ahnung, wo wir hier sind, Freunde. Aber wir schaffen es hier raus. Okay. Habt ihr das gehört? Da unten atmet was? Mein Gott. Okay, wir sind draußen. In Freiheit. Aber die Sonne geht bald unter. Wo sind wir hier? Okay. Skelett im Sarg. Wo geht's hier? Ich glaube, da kommen wir raus. Ich will nicht mehr. Hier sind noch mehr Skelette. Ich will nicht auf dem Friedhof sein. Wie sind wir da überhaupt hergekommen? Freunde, was ein Beginn hier von Minecraft Dracula. Ich will schnell weg von diesem Friedhof, weil ganz ehrlich, ich weiß nicht, ob da vielleicht doch irgendwelche Vampire auf uns warten oder sowas. Von daher, gehen wir lieber durch den finsteren, düsteren Wald, denn hier fühle ich mich gleich viel, viel sicherer. Oh yes, so habe ich mir den Abend hier vorgestellt. Wo kommen wir jetzt überhaupt hin? Warte. Ist das unsere Stadt? Yes, wir kommen nach Hause, das ist unsere Stadt. Nice, oh mein Gott. Okay. Wieso geht die Tür nicht auf? Hallo? Hallo? Huh? Was ist denn das hier? Huh? Oh, was? Der Zutritt nach Wolfsberg ist nach Einbruch der Dunkelheit gesperrt. Wieso das denn? Hä? Huh? Komm morgen früh wieder. Wieso war... Nein, wenn du in die Stadt willst. Nein, Sir, verstehen Sie nicht? Ich muss da rein, weil hier sind irgendwelche Vampire im Wald. Da bin ich mir ganz sicher, okay? Machen Sie eine Ausnahme für mich. Bitte. Da kann ich leider keine Ausnahme machen. Guten Abend. Sir, Ihnen ist klar, dass ich das wieder öffnen kann, oder? Naja, wahrscheinlich hat die Stadt auch schon mal bessere Wachen gesehen als den Heidi da drin. Ah, wieso lässt er mich nicht rein? Was machen wir denn jetzt? Freunde, wir müssen irgendwie in die Stadt kommen. Wartet, ich habe eine Idee. Ich habe eine Idee. Hier vorne ist doch die Bewässerung, wo wir jetzt aber nicht mehr reinkommen, weil die das zugesperrt haben. Wieso das denn? Normalerweise kann man auch unten lang, aber... Nein, da steht eine Wache. Okay, die haben wirklich an alles gedacht. Da steht eine Wache. Was ist mit dem Haus hier? Ich glaube, uns bleibt nichts anderes übrig, Freunde. Wir müssen in dem gruseligen Haus schlafen. Ich will da aber nicht... Oh mein Gott, eine Fledermaus, eine Fledermaus, eine Fledermaus. Okay, schnell rein, schnell rein. Okay, ganz ruhig. Wir sind drin. Sehr, sehr einladend. Wirklich schön. Spinnenweben. Ich weiß auch nicht. Ich vermisse Cora, Freunde. Habt ihr es gerade gehört? Okay, ich weiß nicht. Hier ist ein Feuerzeug. Nice! Dann können wir den Kamin anmachen. Oh, das war vielleicht nur das Pferd draußen. Da sind Pferde. Okay, alles gut. Da sind nur Pferde. Was war das schon wieder? Kommt das von da oben? Ich glaube, ich will es gar nicht rausfinden. Lass uns rausgehen. Okay. Hier sind... Was war das gerade?
Habt ihr das gesehen? Da war gerade irgendwas Schnelles, super Schnelles. Oh nee, Freunde, wirklich, wo kam das her? Hast du vielleicht irgendwas gesehen hier? Was? Was sagst du? Meine Nase ist groß. Du hast selber eine große Nase. Ah, nein, das Pferd greift mich an. Das Pferd greift mich an. Ah, du kriegst mich nicht. Oh mein Gott. Nein. Warte, komme ich da wieder raus? Nein. Ich bin in den Brunnen gefallen. Ach Leute, was... Ah, wir kommen... Oh, da ist schon wieder reingefallen. Okay. Wo geht's hier? Wo geht's hier lang? Wo sind wir? Freunde? Warte mal. Das kenne ich. Yes! Yes! Wir haben es geschafft. Wir sind in der Kanalisation. Oder Kanalisition, könnte man auch sagen. Hier kommen wir nicht raus. Hier ist eine Tür. Ich habe keinen Hebel. Vielleicht hier? Okay. Nicht schlecht. Hier ist ein Boot. Nice. Oh, wait, wait, wait. Let's go! Nein! Woo! Yes! Okay, damit kommen wir auf jeden Fall schnell voran. Ich will auch nicht unbedingt da drin baden. Ist das Boot weitergeschwommen? Okay, keine Ahnung. Keine Ahnung. Ich weiß nicht. Wo kommen wir jetzt lang? Wir können vielleicht hier hochgehen. Habt ihr das gehört? Okay, einfach. Wir kommen hier raus. Diese Kanalisation ist nämlich unter der Stadt, in die wir wollen. Denn wir wollen schließlich nach Hause. In die Sicherheit. Mein Gott. Okay, rüber. Yes. Nice. Kommen wir hier irgendwie raus? Vielleicht, wenn wir hier... Yay! Nice! Wir sind draußen. Also, beziehungsweise, wir sind wieder oben. Wir sind nicht wirklich draußen. Wo geht es da lang? Okay. Oh, nee, das ist mir zu dunkel. Vielleicht hier? Yes, hier ist eine Leiter. Wir kommen da irgendwo hoch. Lass uns mal schauen. Wo sind wir? Oh, bei der Toilette! Ja, wunderbar! Genau da wollte ich hin. Ganz ruhig. Ist das Knoblauch? Hallo? Hallo? Ist hier jemand? Warum riecht hier Knoblauch? Und Knoblauchbrot! Was ist das denn? Knoblauchinjektion? Hä? Und was ist das? Okay. Knoblauchsamen? Wo bin ich denn hier gelandet? Was ist denn das für ein verrückter Shop? Ja, schnell raus hier. Wir sind in der Stadt! Yes! Wir haben es geschafft! Hallo, Verkäufer. Hallo, Junge, den ich, glaube ich, aus der Schule kenne. Hallo, Verkäuferin. Was? Easy, wie bist du denn in die Stadt gekommen? Die Tore sind doch gesperrt. Naja, ich kenne so meine Tricks. Das will ich auch gar nicht zu viel verraten. Was machst du hier, Otto? Ha? Die kennen wir noch aus der letzten Folge, beziehungsweise aus dem letzten Projekt Werwolf nämlich. Wie, warum? Na, wegen der Vampire. Weißt du es noch nicht? Warte, die Tore sind wegen der Vampire gesperrt? Was für Vampire? Gibt's die wirklich? Es ist sehr gefährlich, nachts draußen rumzulaufen. Okay. Warte mal, es ist Nacht. Ich muss los. Oh, okay, ciao, Otto. Danke für die Aufklärung mit den Vampiren. Ich glaube, ich muss auch los. Ich glaube, ich muss auch los. Gut, okay. Dann gehen wir mal in Richtung Zuhause aus Minecraft Werwolf. Wer das nämlich noch kennt, Leute, das war das Projekt, das vor diesem hier gekommen ist. Beziehungsweise vor diesem kam Engel. Aber vor Engel kam Werwolf. Und wir sind jetzt wieder in der gleichen Welt. Und wir haben auch noch unsere Werwolf-Fähigkeiten. Zum Beispiel diese hier. Ew. Yes. Und auch viele andere coole Fähigkeiten. Und ich glaube, hier in Dracula würde es wahrscheinlich um Vampire gehen. Vielleicht kriegen wir ja irgendwann Vampirfähigkeiten oder sowas. Das wäre mega cool. Aber da sind wir schon mal zu Hause. Yes. Warte mal. Hier wurde umdekoriert. Der Boden war nur nicht blau. Und hört ihr das? Hier ist ein Hund.
Ich gehe erstmal zu Cora. Erstmal will ich meiner kleinen zuckersüßen Fee einen wunderschönen Tag oder eine wunderschöne Nacht wünschen. Und das nagelneue Vampir-Design bewundern, das wir hier sehen. Brandneu jetzt ab sofort im Easy-Maus.shop gibt es dieses super coole Dracula-Maus-Design. Wir haben hier die Maus, das bin ich. Und mit roten Augen, richtige Vampiraugen, dann mit Bluteffekt am Mund, sehr, sehr cool. Einem Umhang, wie man an den Seiten hier sehen kann. Und das Beste, also abgesehen von den Haaren mit der lilanen Strähne, die ich ultra cute finde, das Allerbeste, finde ich, sind die super süßen Fledermäuse, die ihr auf den ganzen Seiten seht. Mit ihren kleinen Zähnchen und den roten Augen sehen die so cute aus einfach. In vier verschiedenen Farben. Super, super niedlich. Also das gibt es jetzt ab sofort im easymaus.shop. Genau wie dieses wunderschöne neue Easy und Pets Design. Also zwei neue Designs, Leute. Ihr könnt euch nicht beschweren. Da habe ich ordentlich was organisiert. So, und der Boden, der ist auch anders. Der sieht mega cool aus irgendwie. Der gefällt mir voll gut. Den kann ich mir in mein Zimmer stellen oder so. Müssen wir mal gucken. Okay, Cora, bist du irgendwo? Oh, die ganzen Fanarts sind hier noch vom letzten Mal. Freunde, ihr habt mir nämlich im letzten Projekt super viele Fanarts zugeschickt hier, die ihr alle gemalt habt. Richtig, richtig fleißig. Minecraft Werwolf. Wir haben so viele süße Fanarts hier bekommen. Wirklich mega, mega cute. Und ja, ihr könnt natürlich wieder Fanarts schicken. Gerne auf Instagram oder auf meinem Discord. Genau, ich habe einen Discord. Das ist eine App fürs Handy, da könnt ihr einfach dann miteinander reden. Ich habe einen eigenen Discord, da gibt es verschiedene Channels und sowas. Also checkt das Ganze gerne aus. Da könnt ihr mir nämlich auch Fanarts schicken. Cora! Coralino! Coralina! Coralinostos! Hi, na meine kleine Fee, ich bin wieder zu hören, Sie. Yes, wir sind zurück hier. In Minecraft Dracula jetzt. Oh yes. Und hast du das Maus-Design schon gesehen, Cora? Guck mal, wie cute das einfach ist, oder? Sieht fast so aus wie du, muss ich sagen, als Vampir. Oh mein Gott, nicht, dass du irgendwann mal eine Vampirfee wirst oder sowas. Ich hoffe es nicht. Oh no. Okay, Cora, pass auf. Ich muss jetzt erst noch alle anderen begrüßen und dann komme ich wieder zu dir. Alright, wir sehen uns dann später. Okay, ich möchte nämlich gerne noch erst einmal alle anderen begrüßen. Ich weiß nämlich, dass Aiden wahrscheinlich auch da ist und der nimmt wahrscheinlich gerade wieder ein Schlammbad, so wie ich ihn kenne. Okay, warte mal. Hallo? Aiden? Warte mal. Das ist nicht Aiden. Das ist der Geist. Wenn ich bitten darf. Nein, Entschuldigung, Sir. Ich wollte sie nicht auf der Toilette stören. Warum geht der nicht oben auf Klo? Der hat doch eine eigene Toilette. Aber vielleicht gefällt es ihm einfach hier unten besser. Ich meine, unser Badezimmer ist ja auch wirklich ziemlich fancy. Alright, mal sehen, wer hier noch da ist. Diese Tür macht mich wahnsinnig. Die geht immer zu von alleine. Violet! Violet! Violetta! Violettina! Okay, nein, das reicht. Yay, ich bin zu Hause! Wir haben uns so lange nicht gesehen. Ha? Easy, du bist zurück. Ich habe dich so vermisst. Ich dich auch. Mega cool. Und ich sehe gerade, es hat sich nicht viel verändert. Wir haben nämlich hier noch dieses wunderschöne Fanart an der Wand. Richtig cool. Violet, hast du mir den gerade gedroppt hier? Zuckerfreie Vollkorn-Cupcakes? Ist das deiner? Was? Du glaubst nicht, was alles passiert ist, seit du weg warst. Zuckerfreier Vollkorn-Cupcake? Nein, ich glaube, das muss nicht unbedingt sein. Nein, er ist echt für mich. Oh, no. Hier ist, die sind lecker und auch noch gesund. Zucker ist Gift für den Körper, weißt du? Ja, bestimmt. Sehr lecker. Ja, ich esse ihn sofort. Aiden ist auch gerade angekommen. Er würde dich bestimmt auch gern sehen. Oh, nice, alles klar. Wo kommt der denn gerade her? Warte, Cora? Huh? Ich bin gleich wieder da, Violet. Ich will nur dein Cupcake wirklich probieren. Cora, ich habe ein Problem. Ein Erdbeer-Cupcake! Danke, Cora! Ein richtiger Cupcake! Ja, endlich etwas Richtiges zu essen. Danke, du bist die Beste. Violet, richtig lecker, muss ich sagen, deine Cupcakes. Also ich kann mich da gar nicht genug satt dran essen, was? Lecker, oder? Ja, ist super lecker. Wo war nochmal der Müll? Aber ich frage für einen Freund. Okay, wir sehen uns später. Ich gehe jetzt Aiden mal Hallo sagen. Wisst ihr noch, was hinter dieser Tür war, Freunde? Erinnert ihr euch? Wer weiß noch, wo dieser Gang hinführt? Schreibt es mal in die Kommentare. Wir machen hier besser zu, sonst zieht's noch. Ich bin gespannt, wer sich daran noch erinnern kann. Hier ist das Zimmer von Aiden.
Okay. Wollen wir da wirklich reingehen, Freunde? Ich weiß es nicht, aber vielleicht wäre es einfach höflich, mal Hallo zu sagen. Von daher, hallo. Tschüss. Wir sehen uns. Okay, nein. Hi, Aiden. Was geht? Hey, Mondgesicht. Schon mal ein Jojo ins Gesicht bekommen? Was? Wieso? Ich kenne dich einfach zu gut. Ich wusste, ich sollte nicht in das Zimmer gehen. Okay, vergiss es einfach. Das Einzige, was jetzt noch zählt, Freunde, und worauf ich mich am meisten freue, ist mein Zimmer. Das hier hinter dieser Tür verborgen liegt. Wir waren so lange nicht da. Oh mein Gott, ich freue mich so. Yeah! Willkommen zu Hause? Was zum... Hä, was ist das? Mal im Ernst, was ist das? Hä? Was sind das für Sachen? Warte mal. Was zum... Was war das? Wer war da? Da war jemand in meinem Bett. Hä? Nein! Vampir! Nein, 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 nein! Oh mein Gott, wo verstecke ich mich?